Oh, was der Hallo Wechsel gemacht Freunde! hat. Oh Mann, let's go. Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Wir machen heute tatsächlich mal wieder ein paar Jesus. Wir machen mal wieder ein paar Pakete auf von Zuschauern. Wenn euch das ganze Format gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut, ob ihr abonniert habt. Wenn nicht, dann macht das Abo weg. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, es sind diesmal sehr, sehr viele Pakete, aber sehr kleine Pakete. Auf jeden Fall, meine Mama hat mir das so alles süß zusammengepackt in so einer Kiste. Ach so, ich habe ein paar von den Paketen auch geworfen, also lass uns hoffen, dass nichts mit Glas... Ich muss mir auch unbedingt mal so ein scheiß Fanpostfach-Ding machen, eine Amazon-Wicht, ich will nur fette Dildos geschickt bekommen. Aber das ging schneller vorhin im Fahrstuhl. Hi, ihr YouTube-Drecks-Hurensöhne. Ah, perfekt, Digga. Hey, chillige Nacht. Aber wir machen kurz ein Thumbnail für Timo. Der Junge ist so am Arsch, Alter, wirklich. Junge, Timo, wie du schneidest es mit rein und knallt. Okay, Männer, lass uns beginnen mit diesem Paket hier. Das kommt von Kevin Teller. Brot? Was, Digga? Weizenkleingebäck mit 55% Weizenkornmehl. Die sind actually tasty, Mann. Die sind gut. Alter, da steigen wir ja richtig stark ein heute. Okay, kommen wir zum nächsten. Das hier ist von P. Kraft. Oh, ich glaube, das ist ein Paket mit Liebe. Hallo, liebe Schnitzelfreunde. Oh, nö, Digga. Hallo, liebe Schnitzelfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... In dem Paket befinden sich zwei verschiedene Olivenöle und eine Essigflasche. Die Alter, wie geil. Die Olivenöle sind so ziemlich die besten, die man bekommen kann und weitaus besser als das, was man in einem Supermarkt bekommt. Oha, Bro. Sie sind preisgekrönt in allen möglichen Fachkreisen. Meine Mutter hat einen kleinen Laden, wo sie solche Sachen... Wie chillig, treibt, was Mann. ...was zu Corona-Zeiten nicht mehr allzu gut läuft, weswegen ich hier einen Online-Shop eingerichtet habe. Falls es dir schmeckt und du Nachschub brauchst, kannst du mal vorbeischauen. Olicat. Also olicat.eu. Ich weiß nicht, kann auch ein Mega-Scam sein, Jungs. Also schaut hier vorher. Shop. Uff, holy shit. Okay, das hier ist Balsamico. Sieht sehr edel aus. Oh, dope. Das ist Olivenöl mit so Chili drin. Ah, das ist einfach extra virgin Olivenöl. Oh, extra virgin like me. Naja, passt ja, wa? Ey, das ist wirklich sehr, sehr süß. Ich denke mal, dass... Wenn man das nächste Mal meinen Kopf wieder irgendwo feststeckt, oder auch meinen Cock, je nachdem, kann man mir das überall einreiben. Das ist legit, falls ihr Olivenöl braucht. Olicat. Olicat.eu. Olivenöl aus Katalonien. Sieht gut aus, kaufe ich mir. Dickes Papa, Entschuldigung, auf zum nächsten Paket. Amazon-Pakete gruseln mich inzwischen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ey, ich hoffe, mir hat jemand Bettwäsche gekauft. Bettwäsche wäre das Beste, was heute passieren kann, Jungs. Ich brauche unbedingt Bettwäsche und Boxershorts. Alter, lass uns hoffen, dass da heute Calvin Klein Boxershorts mit drin sind. Digga, ich habe legit nur noch zwei Boxershorts, die nicht irgendwo ein Loch haben. Calvin Klein Boxershorts sind die besten. Uns ist aufgefallen, dass du für deine Workouts bisher keine Sportmatte verwendet hast. Digga, ich zögere seit fucking 2 Monaten, mir eine Sportmatte zu kaufen. Gut, dass ich noch keine geholt habe, Alter. Jetzt musst du auch nur noch Sport machen. Bro, shut up, Chad. Digga, das ist doch mein neues Mauspad. Holy shit. Für die Low Sense. Also, falls ihr was braucht, Jungs, in die Richtung. Farmon. Danke, Mann. Kuss aufs Auge. Okay, das hier kommt von Johann aus... Okay, sagen wir den auch mal lieber nicht. Oh nein. Oh, das tut mir leid. Bro, er hat mein Gaming-Zimmer nachgebaut, aber es ist vollkommen im Arsch. Chillig. Fuck, dude. Feels bad, man. Achso, ich habe ein paar von den Paketen auch geworfen, also... Aber hier ist Domo gefesselt. Er hat Domo aus Lego gebaut. Und hier ist mein Gaming-Zimmer. Nice. Mit der Erhöhung, den Fenstern hinten. Und hier ist der Schrank. Es ist nur leider kaputt gegangen. Oh, damn, dude. Und das soll ich sein? Der Typ sieht null aus wie ich. Wir sind die besten... Schade, dass du es nicht einfach wieder zusammenbaust, Kevin. Deutsche Streamer und du nicht, das sind Facts. Sind nicht alle von uns Stars, aber jeder sammelt Bags. Wir sind die besten deutschen Streamer, das sind Facts. Ach, guck mal, aber das ist voll süß, Digga, mit so Treppe und so. Kevin hat keine Katze. Das ist die Schublade mit dem Gras drin. Wir stellen das so in den Schrank. Das ist wirklich sehr süß. Vielen, vielen Dank an Johann, Bruder. Kuss aufs Auge. Oh, nee, Digga. Die Größe und Amazon-Paket ist es. Und dann wiegt es wirklich gar nichts. Hier ist Müll drin, hundertprozentig. Danke, Digga. Holy shit. Die aber ist immer nice. Gut gebrochen. No joke. Die neue Zahnbürste. Holy shit. Und rein damit, Junge. Oh, shit. Was ist das? Hallo, Papa Platte. Ich hoffe, dir wird das Paket gefallen, da deine Zähne so gelb sind. Bro.
Er schickt mir ein Paket voll mit Zahnbürsten zu. Bro, meine Zähne sind nicht so gelb. Übertrieben gelb, Bro. Aber no joke, ich kann Zahnbürsten echt gut gebrauchen, danke, Dog. Dicker, Zahnpasta mit Beeren-Minzgeschmack, Zahnpasta mit Gletscher-Minzgeschmack, Zahnpasta mit Aktivkohle und dem Geschmack von mystischer Minze. Okay. Oh, mystische Minze, Digga, OP. Okay. Das wird sich doch erstmal auf den Penis geschmiert. Bro, ich hab das einmal fünfmal gemacht mit 15. Alter. Das würde ich nicht nochmal machen, Bro. Shut up. Oh, mal cool, mal wieder ein Buch wahrscheinlich. Karl Marx Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. Ah, das Kommunistische Manifest. Gutes Buch, habe ich auch schon gelesen. Da habe ich ja übertrieben Bock drauf. Das Traumat haben wir empfohlen. Was haben wir hier? Das hier ist von Freudenfels GmbH. Leliot, Platte. Wir wünschen dir... Oh, das habe ich auch bekommen. Wer auch immer das geschrieben hat, das muss ein Girl gewesen sein. Das habe ich auch bekommen, Digga. Ja, liebe Grüße, Michelle. Ich meine, Digga, das ist so eine richtige Mädchenschrift, Bro. Ich schwöre es euch. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, da steht Blowjobs, aber da steht Blowdrops. Was ist das? Die kommen auf den Cock und dann schmeckt dein Cock besser beim Blasen. Kann man das essen? Was ist ein Blowdrop? Ist es für Oralverkehr? Bro, das könnte actually sein. Das ist für Oralsex, Digga. Was? Bro, mein fucking Dick kann nach Green Apple, Blueberry, Vanille, Cookie Dough oder nach fucking Cherry. Meistens schmeckt Kevins Dick einfach nur nach Gorgonzola-Käse, Digga. Richtig widerlich, Mann. Rewe, du Knechtosaurus, Rex, wie geht's dir? Sacko, Coca-Cola, dankeschön für die 500 Bits. Kuss. Mir geht's sehr gut. Was? Ich hab's auch schon gegessen. Ich hab mir das ins Maul reingewichst, Alter. Das war so geil. Bro, mein Dick wird amazing tasten, Alter, in Zukunft. Holy shit. Wo kann ich das kaufen? Bro. Chad, habt ihr kurz vergessen, dass ihr keinen Sex habt, Bro? Jungs? Hierzu wird es ein Update geben. Hierzu gebe ich euch ein Update, Jungs. Alright, dazu finden wir oh, raus. Nein, die Arme. Da werde ich eine kleine Studie machen. Die Arme. Machen lassen. Kommen wir von sinnvollen Paketen zu dem Ultra Trash. Zwei Teller. Nice. Danke, Bro. Okay, was haben wir hier? Student Glasses. Freunde, es ist 2021. Wollen wir wirklich noch den Harry Potter Gag fahren? Es ist immer noch ein Ding. Okay, Freunde, das wird jetzt hart. Wir werden sehr viel von diesen Sachen wegwerfen. Ich weiß es jetzt schon. Hier zum Öffnen der Pakete. Grüß mal bitte Daniel und Paul. Ein Cuttermesser. Danke, Digga. Nice, Mann. Brauche ich nicht. Ich habe eine Schere wie jeder Haushalt. Ist doch geil. Bro, der Karton für eine so Steckdosen. Irgendwas. Das sind safe die Alerson-Zuschauer. Ganz gutes Ding, Alter. Oh, cool, Digga. Ey, noch eine davon. Chillig. Was zum Flying Fuck ist das? Vogelsilhouetten für die Scheibe. Oder? Die sind geil. Wer macht sich die ran? Die sind nice, Mann. Da wird kein Vogel dagegen fliegt. Das macht über Sinn. Keiner macht sich sowas ran. Danke nochmal für die 6 Steckdosenhalter, wie die Dinger heißen. Ey, vielen Dank, Mann, Bro. Die kann ich echt übertrieben gut gebrauchen. Ah, cool, noch eine Steckdose. Bruder, also sorry, aber Jungs, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich brauch die nicht. Bruder, wer in aller Welt benutzt diese Größe an Mauspad? Junge. Dieses Mauspad ist so dünn, der kann ich auch einfach kein Mauspad nehmen. Alter, das ist das wackste Mauspad in meinem Leben. Weg damit, Alter. Das ist auch von einer Company. Meine Oma hat das gleiche. Oder irgendwie mein PO-Box-Opening bei so LinkedIn geteilt oder so. Du bist ein waschechter Wächter. Geil, Digga. Plattenwächter. Let's fucking go. Danke, ich brauch keine Caps. Was? Danke, Bro. Was haben wir hier? Bro, ich habe erwähnt, dass ich kein Bügeleisen habe. Und jemand hat mir ein Bügeleisen von Domo gekauft. Digga, ist das dumm. Das ist ein niegelnagelneues Domo-Bügeleisen. Bruder, ich habe nicht mal ein Bügelbrett und bitte nicht, Jungs, bitte nicht. Super Cleaner für meine Tastatur. Findet ihr meine Tastatur so dreckig? Ich habe mir eine neue gekauft, nachdem ich meine zerwichst habe. Man muss einfach, der Trick ist, man muss alle, jedes Jahr muss man seine Tastatur kaputt schlagen, dann kauft man sich einfach eine neue. Ich finde, Bro, ich finde, die geht noch, Junge. Ich finde, der ist nicht so schlimm.
Oh, ist das nasty, Digga. Oh, das ist so Glibberschleim. Wie soll ich damit meine Tastatur sauber machen? Okay, wir tryen mal. Das Problem ist, was Leute nicht verstehen, der Dreck ist halt auch angekrustet so. Also der ist halt auch angekrustet so vom Ding. Rollen. Weiß ich nicht, Digga. Also meine Tastatur ist jetzt kein Prozent bis, also sauberer. Meine Hand fühlt sich an, als hätte ich gerade gewichst. Okay, chillig. Nice, Digga. Chilliges Produkt auf jeden Fall. Kann man sich die Blowdrops auch direkt auf die Eichel sprühen oder lieber nur auf die Haut? Die müssen direkt auf die Eichel. Ganz ehrlich, ich glaube, Kevin, also wenn, man sagt immer, wie die Natur, wie die Tastatur eines Mannes ist auch sein Johannes. Ich glaube, Kevin Papa Platte hat den stinkendsten Cock in ganz Deutschland. Holy shit, Mann. Ich glaube wirklich, dass der Cock von Kevin absolut widerlich, widerwärtig stinkt, Mann. Der hat wirklich einen richtig stinkenden Wichs-Cock. Sind das die wichtigen Fragen gerade, Bro? Das ist einfach nur Wasser mit Geschmack, Digga. Das kannst du dir überall drauf ballern, Digga. Das kannst du auch aufs Asshole sprühen, wenn du willst. Das Paket ist gruselig groß, Freunde. Improve your hole. Improve your hole? Oh! Improve your hole? Ist das fürs Arschloch? Oh, let's go! Das sind Schalen. Also auf jeden Fall habe ich diese dieselben Schalen auch schon bekommen. Und ich fand die übertrieben geil. Und vielleicht haben die mir daraufhin noch mehr geschickt. Alter, übel geil. No joke, ich habe kaum Schalen. Paket-Opening neigt sich dem Ende. Wir kommen zum letzten Paket. Das kommt von Nils aus Herford. Hallo Kevin, ich hatte Langeweile und habe das gebaut. Bei mir liegt das sowieso nur herum und dann dachte ich mir, besser ist es als bei mir. Ein fucking Schwert? Und danke, Digga, dass du mir einfach nochmal zwei random Stecker dazu geschickt hast, Bruder. Vielen Dank, Mann, Digga. Digga, also, das ist so dumm. Ja, also Jungs, ich sag mal so, ne? Ihr solltet nicht bei mir einbrechen, weil ich habe jetzt einen goddamn verdammtes Katana. Boah, wäre das jetzt 31er, wenn ich es einfach mies in den Arsch mache? Ich würde sagen, sehr, sehr gerne kaputt machen. Ich brauch's eh nicht. Damn! Telt! Alter, Junge, 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 Junge. Ey, Digga, danke für das Schwert. Wenn euch das Paket-Opening gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Lärmtagebuch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Support. Verkloppt. Lärmtagebuch. Vom 7.7.21. Au, mein Ei tut weh. Au. Au, warum? Au. Au. Mein Ei tut auf einmal weh. Aua. Aua. Ich glaube, es ist besser, oder? Chilliges Video. Danke für nichts, Kevin. No joke. Vielen, vielen Dank, Mann.